Tja, Matthias hat gerade eben seine Zauberkünste, naja, eindrucksvoll würde ich es jetzt mal nicht sagen, gezeigt. Und Elisabeth damit wieder herzuzaubern, ich glaube, das wird damit wahrscheinlich auch nichts. Denn die ist erst vor kurzem vom Campus verschwunden und selbst die Polizei ist momentan auf der Suche nach ihr. Doch warum gerade ein Mann auch die positive Seite an ihrem Verschwinden sieht und wer überhaupt diese Elisabeth ist, zeigt euch nun Sophie Henn. Mitten in der Nacht auf den 18. September blickt Elisabeth II. Das letzte Mal in den Botanischen Garten. Am nächsten Morgen ist sie spurlos vom Campus verschwunden. Was sich genau ereignete, lässt sich nur spekulieren. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Eigentlich sollte Elisabeth II. Jetzt genau neben mir stehen. Die Figur wird leider aber immer noch vermisst und die Polizei sucht weiter nach Hinweisen zu Tätern und Tathergang. Was aber sagt der Künstler selbst zu dem Diebstahl? Und was für ein Mensch steckt hinter den schönen Skulpturen, die bei uns auch überall auf dem Campus zu finden sind? Wir machen uns auf den Weg zu Reinhold Petermann. Wir treffen den 89-jährigen Künstler in seinem Atelier und Zuhause in Finden. Überall stehen Arbeiten und warten auf ihre Fertigstellung. Auf den Raub von Elisabeth reagierte Herr Petermann zunächst geschockt. Aber am nächsten Tag war das, da haben so viele Leute angerufen, die die Elisabeth haben wollten. Ich hatte noch 2 bis zum Limit von 10 und die waren am nächsten Tag schon gleich weg. Und was ich sonst auch, es kamen also auch viele Leute, es war eine PR erstens. Das habe ich erst hinterher rausgekriegt. Es war eine unglaubliche PR, ich habe da sehr großen Erfolg mitgehabt. Ne? Schon als kleiner Junge entdeckte Reinhold Petermann seine Affinität zur Kunst. Ich habe in meiner Jugend immer schon gemalt und auch in Holz geschnitzt. Und als ich zum ersten Mal verliebt war, da war ich 13 Jahre, und da habe ich einen weiblichen Körper gemacht, der mir eigentlich, wie ich mich heute erinnere, ganz gut geglückt ist. Und das war der Anfang. Sogar im Krieg verfolgte er seine Leidenschaft weiter. Ja, ich kam verwundet in englische Gefangenschaft und war dann in Edinburgh in einem Genesungslazarett. Da wurde auch Konzerte und Theater gespielt, und zu einem Theaterspiel brauchte man ein größeres Schachspiel. Und da wurde nach einem Bildhauer gefragt. Und dann habe ich also dreist behauptet, ich wäre einer. Dann bekam ich ein dünnes Schnitzwerkzeug aus Sheffield-Stahl, und damit war mein Ruf als Bildhauer begründet. Diese englische Gefangenschaft war eben für mich diese 2 Jahre, das war wirklich die schönste Zeit meines Lebens, weil ich eben da, ich habe die Welt ganz neu erfahren. Nach dem Krieg studierte Petermann an der Landeskunstschule in Mainz Bildhauerei. Später arbeitete er als Restaurator und gab Aktzeichenkurse an der Mainzer Universität. Viele von Herrn Petermanns Arbeiten zeigen den weiblichen Körper, das Lieblingsmotiv des Künstlers. Der weibliche Körper ist rätselhaft, unerklärlich und vor allem hat er wunderschöne Dehnungen. Alles das, was ein Bildhauer eigentlich reizt. Ne? Auch mit 89 Jahren denkt Herr Petermann noch lange nicht ans Aufhören. Ich bin glücklich, wenn ich sowas machen kann. Wenn ich im Atelier bin, kann ich alles kompensieren, egal was, wie widerwärtig es sonst war. Dadurch habe ich ein glückliches Leben gehabt. Ne? Ich musste mir jedenfalls mein Glück nicht mit Geld kaufen. Wer sich selbst ein Bild von Herrn Petermanns Skulpturen machen möchte, der findet die eine oder andere auf dem Mainzer Campus. Auch ein Abguss von Elisabeth wird dort bald wieder zu sehen sein, den Herr Petermann der Uni stiftet. Außerdem sind einige seiner Werke in der jährlichen Novemberausstellung der Finter Künstlergruppe zu bestaunen.